Willkommen zu Vlogmas. Einer von euch hat das auch Vlogvent genannt. Das finde ich auch eine sehr schöne Bezeichnung. Ich werde nämlich immer jeweils 6 Tage filmen und dann was hochladen. Und dann haben wir insgesamt bis Weihnachten 4 Videos, die hoffentlich ganz cool sind und euch gefallen. Heute ist der 1. Dezember, also es ist Samstag und samstags ist tatsächlich immer mein YouTube-Tag. Das heißt, heute Morgen war ich laufen und ich hätte gerne die Kamera mitgenommen, aber es war so dunkel, ihr hättet nichts gesehen. Und jetzt habe ich 4 YouTube-Videos gefilmt, tatsächlich. Ich habe 1 für das heute hochgeladen wird und 3 vorgefilmt für eine kleine Sache zwischen den Jahren, was ihr dann erfahren werdet. Und jetzt gehe ich gleich ans Bearbeiten. Ich bin ziemlich fertig und meine Stimme ist, nachdem ich so lange am Stück rede, immer ein bisschen kaputt. Das ist nicht immer so ganz gut. Aber ja, ich hoffe, dass die Vlogmas-Videos euch gefallen und wenn sie nicht perfekt sind, ist die erste Mal, dass ich so eine Art Sachen drehe, dann tut es mir leid. Ich lerne immer noch on the go. Also, so ist es. Ich wollte aber, bevor ich jetzt anfange, meine anderen Sachen zu machen, noch was zeigen. Viele von euch haben nämlich immer wieder gefragt, ob ich eine Roomtour machen kann und das würde ich sehr gerne machen und ich habe auch Lust, das zu machen und ich habe jetzt endlich letzte Woche das allerletzte Dekostück aufgehangen, auf das ich gewartet habe. Ich habe nämlich da auf meinen Vater warten müssen, weil ich einen Bohrer gebraucht habe und mein Dad konnte mir den ganz lange nicht ausleihen. Dieses Bild habe ich jetzt aufgehängt und ich liebe dieses Bild einfach. Meine Oma, die in den USA lebt und die ich tatsächlich noch nie kennengelernt habe, hat das gemalt und es ist einfach eine der coolsten Sachen überhaupt. Sie ist eine sehr gute Künstlerin meiner Meinung nach. Sie malt viele ihrer Traumbilder, das heißt, sie malt Sachen auf, die sie im Traum sieht und malt die und wir haben unheimlich tolle Bilder von ihr, von Wölfen und von allen möglichen so Personen und sowas und ich finde das so schön und ja, das war so das letzte Ding, auf das ich gewartet habe, dekomäßig, damit ich eine Roomtour filmen kann. Das heißt, hoffentlich kriege ich das die nächsten paar Wochen hin, das mal zu drehen. Das möchte ich nämlich ein bisschen aufwendiger und schöner machen. Aber ja, ich freue mich schon total. Aber ja, jetzt setze ich mich ans Editing und ich trinke einen Tee oder so, weil meine Stimme gerade ein bisschen wehtut. Das heißt, ja, viel Spaß beim Zugucken. Nach dem Editing haben wir uns was zu essen geholt und haben uns dann auf den Weg zu meinen Eltern gemacht. Die wohnen in der Nähe und waren an diesem Wochenende nicht zu Hause. Und wir haben das direkt ausgenutzt, um dort unsere Plätzchen zu backen. So, der Plan ist, ganz normale Ausstechkekse zu machen. Und dafür benutze ich eigentlich immer das Rezept aus dem guten alten Dr. Oetker Backbuch. Und wir machen noch Vanillekipferl und dann machen wir noch Schokokrossis, aber die sind so einfach. Und wir haben hier alles eingekauft und werden gleich anfangen zu backen. Allerdings, zuallererst gibt es natürlich Kaffee. Und bei uns sind gerade die Bohnen leer gegangen zu Hause, also bin ich sehr froh, dass wir jetzt bei meinen Eltern sind, wo es noch Kaffee gibt. Und da können wir natürlich direkt aus der Tasse trinken, die wir ihnen mitgebracht haben. Aus Japan und natürlich aus Taiwan. Das heißt, zuerst gibt es jetzt Kaffee. Hallo! Wir haben die ersten Plätzchen rausgeholt, aber die sind nicht so gut geworden. Wir haben nämlich einen ziemlich großen Fehler gemacht und zwar sind meine Eltern natürlich gute Amis, was auch bedeutet, dass sie keine Küchenwaage haben, weil in Amerika natürlich nur mit Cups und solchen Dingen gebacken wird. Und das heißt, dass wir alles ein bisschen umrechnen mussten und das funktioniert halt nicht immer so wirklich gut und sie sind ein bisschen zu weich geworden. Also ihr könnt sehen, dass sie etwas zerlaufen sind und nicht ganz so knackig. Also es gibt ein paar, die gut geworden sind, aber bei ein paar muss man wirklich
drüber nachdenken, was das überhaupt für eine Form ist. Sie sind nicht perfekt, aber sie schmecken ziemlich gut, weil sie entsprechend butterig auch schmecken, was ziemlich lecker ist. Aber es sind ja Gott sei Dank nicht die einzigsten, die wir machen. Wir machen noch ein paar Schokokrossis und es kommen noch Vanillekipferl, aber da hat sich mein Freund im Rezept verlesen. Das heißt, mal gucken, ob die auch so gut werden. Aber die Schokokrossis werden gut, die sind leicht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also es ist mal wieder eine witzige Back-Session, aber es macht Spaß. Die sehen zumindest noch nicht total verkackt aus. Kurzes Check-in. Wir sind jetzt wieder bei mir angekommen, nachdem wir gut Wein geschlürft haben bei meinen Eltern und gut gebacken haben. Ich bin jetzt noch eingeladen auf den Geburtstag von einer Kommilitonin von mir und ich bin sehr froh, dass sie direkt um die Ecke wohnt, weil ich total müde bin eigentlich. Aber ich freue mich eigentlich, sie zu sehen und vor allem auch ein paar Freunde zu sehen, die damit eingeladen sind. Falls ein paar von euch den Begriff Kommilitonen nicht kennen, das ist einfach das Mitstudierende. Also sie studiert das gleiche wie ich und ist deswegen meine Kommilitonin. Ja, ich nehme euch mal mit. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich filmen möchte, aber ich nehme die Kamera mal mit. Also der 2. Dezember. Gestern war die Hausparty auf jeden Fall noch ziemlich witzig. Ich komme mir auch so Hauspartys immer vor wie so eine Oma, weil bei uns im Master die meisten Leute einfach nicht mehr hier sind, weil wir wahnsinnig viele Praktika machen können und viel ins Ausland gehen können. Das heißt, selbst wenn eine Kommilitonin von mir feiert, heißt es nicht, dass ich viel von meinen Mitstudierenden sehe. Und dann waren es halt zum größten Teil die Kommilitonen von ihrer Mitbewohnerin und die sind halt alle deutlich jünger. Und das ist dann immer wieder witzig, wenn man dann hingeht, da komme ich mir immer ein bisschen alt vor. Und das führt dazu, dass ich ein bisschen mehr Rotwein trinke, als ich sollte. Wir dachten, wir machen uns ein schönes Adventsfrühstück. Wir haben also gerade ein Brötchen gehabt, weil wir beide mit einem Bärenhunger aufgewacht sind. Und mein Freund versucht sich jetzt an Pfannkuchen. Ich freue mich total. Er hat kein Buch. Ich habe jetzt eben Cappuccinos gemacht, das heißt, ich werde hier jetzt genüsslich vor mich hinschlürfen, während er sich an Pfannkuchen versucht. Ich freue mich sehr. Wir sind heute später bei Freunden eingeladen. Es ist mein ehemaliger Mitbewohner tatsächlich und seine Freundin, die wohnen jetzt zusammen und die laden heute auf so einen Adventstag ein. Irgendwie machen den ganzen Tag einfach Glühwein und Plätzchen und dann kann man einfach kommen und gehen, wann man möchte. Und ich finde das voll die schöne Idee, weil ganz oft ist es ja so, dass man sonntags nicht zwingend weiß, was man machen soll. Und dann ist es ja mega cool, wenn man einfach sagt, hey, wir haben heute Tag der offenen Tür, kommt vorbei, wir haben Lust und wir haben Glühwein und ja, wir genießen das. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das ist. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann bis später. Wir kriegen jetzt die Weihnachtstour von Jannika. Oh ja, okay. Wir fangen an bei unserem kleinen Tannenbaum. Das ist übrigens Adventskalender Nummer 1. Oh, der kleine Tannenbaum. Ich finde ihn total süß. Er ist super süß. Er hat auch noch Frozen-Anhänger. Aber sie waren dann doch ein bisschen zu kitschig. Frozen? Achso, da! Geil, das ist richtig geil. Irgendwo ist auch noch der. Und bei wem ist der Adventskalender dann? Das ist unser gemeinsamer, den Teil. Ah. Er hat die ungeraden Zahlen, ich habe die geraden Zahlen. Das ist sehr cute. Adventskalender Nummer 1. Adventskalender Nummer 2. Und das ist von? KS Mama. Meine Mutti.
Jetzt kommt das Prachtstück. Das halt einfach übertrieben geil ist. Von Janikas Mama. Ja, die anscheinend sehr gerne bastelt. Oh ja. Oh Gott, diese Berge. Das ist ja geil. Ja, ich muss den auch komplett würdigen. Das Wildschwein? Das da? Und ich liebe den Dachs. Wie süß ist der Maulwurf, bitte? Ich finde den Fisch ziemlich cool. Der Maulwurf. Oder Wal. Nee, was ist das? Ah, doch, ein Wal. Ja. Wal. Geil. Oh, ein Schneemann. Ein Apfel haben wir auch. Der Apfel ist echt Nummer 1. Pinterest. Ja. Pinterest, geil. Mhm. Die Rinde kann man sehr gut nutzen, um Feuer zu. Sehr schön. Das wollte ich schon immer mal wissen. Was macht man mit einem Birkenast, Leute? Man fängt man ja damit Feuer machen. Also einfach der schönste Adventskalender überhaupt. Oh, meine Mami wird sich so freuen. Ja. Auch von Janikas Mutter. Feiern wir bitte Janikas Mutter. Ja! Kann man sich irgendwie in die Familie mit einschleusen? An Weihnachten sind wir eh schon 20 Leute, aber dann 21. Was? Und Heiligabend. Ja, 21 Leute. Ja, da wir das ist ja voll der Traum, ey. Wir sind so viele Leute. Ja, und gibt's da auch richtig Streit? Nur wenn mein Bruder kommt. Aber am 24. schmücken wir immer den Weihnachtsbaum im Schlafanzug. Oh. Und dann fangen wir an. Essen zu machen und schmücken alles und bereiten alles vor. Und dann gehen wir in die Krippe und sind immer kleine Kinder. Und die sind verkleidet als Schafe, die vergessen immer ihren Text. Das ist einfach so wundervoll. Geil. Und abends gibt es Essen und dann sind es irgendwie echt 20 Leute. Wir sind eine große Familie plus irgendwie Freunde, die noch irgendwie... Keine Familie haben. Ja, wirklich. Nicht so kleine, sondern so riesige Dosen. Großen, genau. Großen. Genau. Und dann ja. Haben wir uns mal getroffen und man... Ja. Nachdem uns der Glühwein ausgegangen ist, hat Kolja für uns eine spezielle Mischung zubereitet aus einem Fire Whisky, der sehr viel Zimt beinhaltet hat, und einem Kinderpunsch. Auch wenn ich früher wahnsinnig viel feiern war, muss ich sagen, dass heutzutage für mich einer der schönsten Dinge am Wochenende ist, sich mit Freunden zu treffen, gemeinsam zu kochen oder zu backen oder irgendwas zu trinken und sich einfach über sein Leben zu unterhalten und mal andere Dinge zu sehen und zu hören als unter der Woche. Die Abwechslung, die ich am Wochenende habe, ist wirklich die Sache, die mich am meisten unter der Woche motiviert und am meisten zu meiner Erholung am Wochenende beiträgt. Guten Morgen, es ist der 3. Dezember. Es ist ein Montag und montags bin ich immer nicht so wahnsinnig gut motiviert. Viele von euch haben immer mal wieder gefragt, ob ich so eine Art Lernroutine habe und wie ich das mache. Und ich habe keine richtige Lernroutine, aber ich habe eine Art Montagsroutine, damit ich wieder quasi in den Alltag reinkomme und irgendwie das Gefühl habe, dass ich an dem Montag schon produktiv war. Was ich meistens mache, ist, dass ich mich fertig mache erstmal und dann versuche, ein bisschen Ordnung zu machen. Das heißt, ich räume meinen Schreibtisch auf und ich mache die Couch wieder ein bisschen ordentlicher und hebe dann einfach so die Sachen auf, die im Zimmer rumliegen und vielleicht einen Ort haben, wo ich sie verstauen kann. Also manchmal sind es Klamotten oder manchmal sind es irgendwelche Bücher. Und dann fange ich an, auch so kleine Sachen zu erledigen, die ich eigentlich entweder übers Wochenende aufgestaut habe oder von letzter Woche. Die hat vielleicht nicht wirklich was mit Uni zu tun haben. Heute Morgen zum Beispiel habe ich die Weihnachtsgeschenke von meinem Neffen eingepackt, weil ich Freitag sie besorgt habe und dann hatte ich sie halt hier rumliegen und die liegen dann auf meinem Schreibtisch, was mir ein bisschen auf den Keks geht, und dann räume ich sie, dann packe ich sie lieber jetzt schnell ein und lege sie beiseite und dann muss ich mir einfach keine Gedanken mehr darüber machen. Und so kleine Sachen erledige ich dann. Das heißt, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann mache ich auch immer zuerst ein paar E-Mails, die irgendwie wichtig sind, die raus müssen, oder Überweisungen oder zahle Rechnung oder sonst noch irgendwelche Sachen. Und montags ist auch der Tag, an dem ich am liebsten meinen WG-Dienst erfülle, weil ich einfach weiß, okay, ich habe es dann hinter mir und ich bin dann fertig für die Woche. Und ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich relativ früh Mittagessen gehe. Also ich gehe meistens schon um 11.30 Uhr. Und dann habe ich quasi bis 11.30 Uhr Zeit, so die ganzen entweder Haushaltssachen zu machen oder irgendwelche Sachen einfach, die man als erwachsener Mensch so machen muss, um dann nachmittags so richtig ins Lernen einzusteigen. Und dann habe ich quasi so einen ganz klaren Kopf und weiß einfach, okay, alle anderen Sachen, über die kann ich mir keine Gedanken mehr machen. Und ich darf auch mit den anderen Sachen nicht mehr prokrastinieren, weil ich eigentlich alles schon erledigt habe, was ich erledigen kann. Wir setzen uns jetzt an den Schreibtisch und schreiben die To-Do-Liste, die ich jetzt erstmal erledigen möchte, und dann noch die To-Do-Liste für die Woche, also so Sachen, die ich über die Woche irgendwie erledigen möchte. Und das machen wir gleich und dann
wahrscheinlich fange ich erst nach dem Mittagessen an, dann wirklich zu lernen und wirklich Sachen zu machen, die jetzt irgendwie mit der Uni zu tun haben oder mit dem Fernstudium. Zum Mittag waren wir in unserem aller Lieblings-Rap-Laden Exotica in der Poststraße und haben gesehen, dass sie total schön für Weihnachten dekoriert haben, obwohl die Musik nicht sonderlich weihnachtlich war. Ein weiterer kleiner Tipp für den Nachmittagskaffee ist das Café Rossi, das ebenfalls in der Poststraße in der Nähe vom Bismarckplatz ist. Und die Kaffee dort sind relativ günstig, wobei sie langsam immer teurer werden, aber man kann da schnell sitzen. Es gibt viel Zeitung, die man lesen kann und kann so nach dem Mittagessen ganz entspannt eine Tasse Cappuccino oder eine Tasse Kaffee trinken, bevor man wieder anfängt weiterzuarbeiten. Ich gehe auf jeden Fall sehr gerne dorthin, weil das Ambiente sehr schön ist dort. Da ist ein Paket gekommen. Als wir in Japan waren, haben wir die Marke Uniqlo entdeckt und ich glaube, es gibt nur ganz wenige Läden in Deutschland davon. Aber ich wollte mir eigentlich letztes Jahr schon eine neue Winterjacke holen, die aus Daunen ist, weil ich habe so einen langen, schönen Mantel, aber der ist nicht immer super warm und der geht nicht so wahnsinnig weit nach unten. Und dann habe ich von Uniqlo so eine Jacke gefunden, die man super unter dem Mantel tragen kann, weil das so ultra leichter Daunen ist. Und den habe ich dann hier in Deutschland bestellt, weil ich den nicht aus Japan irgendwie hierher schleppen wollte. Jetzt war es sogar im Sale. Oh, so viel Plastik. Ja, und das ist die Jacke. Das ist einfach so ein ganz, ganz dünner Daunenstoff, der aber trotzdem super warm ist und ich kann das halt optimal unter meinem Wintermantel tragen. Das ist sie. Also sie geht bis knapp über die Knie und ich habe sie eine Größe zu groß bestellt. Eigentlich bin ich eher M oder L und ich habe sie XL bestellt und es ist tatsächlich doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe, weil ich mir ursprünglich dachte, japanische Marken, also Japaner sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie total übergewichtig sind. Also dachte ich mir, vielleicht hole ich lieber XL. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem nicht zurückschicken und nochmal holen. Das passt einfach perfekt unter meine Winterjacke. So, und so sieht das dann aus. Das heißt, ich habe dann unter meinem normalen Wintermantel einfach die leichte Daunenjacke nochmal drüber. Und es war auf jeden Fall deutlich günstiger, als mir jetzt eine komplett neue Daunenjacke zu holen. Weil die jetzt im Sale sogar 80 Euro gekostet hat und ich glaube, normal hat sie 100 Euro gekostet und ich weiß nicht, es gibt ja auch Daunenjacken, für die man deutlich mehr zahlen kann. Und ich fand die so praktisch und so cool, dass ich die einfach auch immer mitnehmen kann. Deswegen, ja, hier eine kleine Introduction dazu. Genau montagabends um 18 Uhr habe ich natürlich eine Vorlesung im Neuenheimer Feld, was immer bedeutet, dass ich eine kleine Tour durch die Stadt machen muss, um auch tatsächlich zu meinem Hörsaal zu kommen. Heidelberg ist in der Adventszeit einfach eine wunderschöne Stadt, auch wenn sie sich an diesem Montag nicht von ihrer allerbesten Seite gezeigt hat. Wir haben uns aber trotzdem einen schönen Abend gemacht, ein paar Kerzen angemacht und Sherlock genossen, weil mein Freund die Serie tatsächlich noch nie gesehen hat. Guten Morgen. Es ist jetzt Dienstag, der 4. Dezember. Und dienstags arbeite ich immer. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute nicht wahnsinnig viel Sachen aufnehmen können, weil meine Arbeit nicht so unendlich spannend ist. Ich bin da eher so eine Art Assistentin, so ein bisschen Mädchen für alles. Und mache da meine Sache. Danach habe ich Nachhilfe, wo ich auch nicht wirklich filmen kann. Und danach komme ich wahrscheinlich heim und mache das fertig, was ich gestern nicht so richtig geschafft habe. Und heute Abend gehen wir auf eine Weihnachtsfeier. Also heute habe ich wahrscheinlich nicht so viel zu filmen.
Aber ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen und euch Einblicke geben in so die kleinen Sachen drumherum. Und ja, so können wir das dann machen. Ich bin ziemlich müde. Bei der Arbeit muss ich auf jeden Fall nochmal Kaffee trinken und um ein bisschen wach zu werden bei den ganzen Sachen. Naja, dann viel Spaß beim Zusehen. Wenn ich arbeite, schaue ich gerne bei Sikis Unicafé rein, weil es einfach ein ganz süßer, kleiner Laden ist, der leckere Linsensuppen, Paninis und vor allem richtig guten Kaffee hat. Hallo! Es ist inzwischen Mittwoch. Jetzt gestern hatte ich, wie erwähnt, nicht wirklich viel aufzunehmen, weil ich viele Sachen gemacht habe. Und heute Morgen war es genauso. Ich war jetzt zuallererst beim Orthopäden und ich habe nämlich so ein Problem mit meiner Hüfte und habe jetzt mit ihm ausführlich darüber gesprochen und war jetzt total inspiriert. Das heißt, es geht jetzt ins Schwimmbad. Und danach wollte ich jetzt eigentlich dann lernen. Ganz normal und standardmäßig den ganzen Tag, den Rest des Tages lernen gehen. Normalerweise esse ich abends Brot und Aufschnitt, aber manchmal habe ich Lust auf ein paar frischere Sachen oder muss ein bisschen aufbrauchen. Hier haben wir Kartoffeln, die noch von Thanksgiving übrig geblieben sind und langsam mal gemacht werden mussten. Und dann habe ich noch ein paar Salatsachen zusammengeworfen, um so einen semi-tollen Salat zu machen, der aber doch irgendwie ganz gut geschmeckt hat. Heute gab es ein paar Sachen, die ich euch nicht wirklich zeigen könnte. Ich war vormittags in der Vorlesung mit meinem Freund zusammen. Der hat nämlich ein paar kunsthistorische Interessen und wollte mich heute unbedingt mitnehmen, weil es ein interessantes Thema war. Und danach waren wir in der Marstallmensa in der Altstadt essen. Und danach hatte ich tatsächlich ein MRT wegen meiner Hüfte. Das heißt, da konnte ich euch natürlich auch nicht groß mitnehmen und es wäre auch nicht sonderlich interessant gewesen. Aber mich würde mal interessieren, wie viele von euch mal ein MRT hatten. Das war nämlich schon ein eher unangenehmeres Ereignis. Und danach war ich auf der Doktorverteidigung von einem Freund von mir. Das ist der erste, den ich wirklich gut kenne, der seine Doktorarbeit jetzt schon fertig hat. Was total cool ist. Und ich bin total stolz auf ihn und freue mich mega. Und das war richtig schön, ihn zu sehen und ihm gratulieren zu können. Natürlich war er die ganze Zeit unterwegs, weil so viele Leute da waren und uns ihm gratuliert haben. Aber so war es echt schön. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ende zu meinem Donnerstag, sonst habe ich heute leider nicht viel geschafft, weil alles natürlich immer deutlich länger gedauert hat, als ich es erwartet habe. Heute mache ich mir also einen schönen Abend und genieße den Rest des Nikolaus ein wenig und ja, ich hoffe, euch hat der erste Vlogmas gefallen und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like hinterlassen oder vielleicht sogar subscriben. Normalerweise mache ich sehr viel Lerncontent über Studium und aber auch viele Dinge, die man in der Schule benutzen kann. Also ich hoffe, euch hat das gefallen und ich freue mich schon total auf das nächste Video. Also dann bis bald. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag wieder. Ciao!